es gibt jetzt die Überlänge, deswegen. So, ja, und dann war ich halt bei meiner Cousine. Die hat mich auch mit Stoff versorgt die ganze Zeit davor. Und die hat mir halt plötzlich immer mehr Streckzeug reingemacht. Das war immer schlechter, mir ging es auch immer schlechter. Ich war voll affig und habe halt voll andauernd komische Sachen gesehen schon. Also das ist halt, wenn man auf dem Zug ist, kann das schon sein, dass es so ist wie auf leichten LSD-Trip. Alles so Weichzeichneroptik, also alles schaut ein bisschen weicher aus. Oder du schaust so glasige Augen durch. Also es ist ganz, ganz strange und es geht einem auch nicht beschissen. Ich war arbeitslos gemeldet, auf Flucht, vom Arbeitsamt kam nichts. Ich habe auch schon Paranoia gehabt, wenn ich irgendwo Polizei gesehen habe. Ich konnte auch nicht in den Laden reingehen, weil ich schon total dürr war und ausgeschaut habe wie der Tod. Meine Cousine hat es halt voll ausgenutzt, die Situation. Und habe mich halt auch auf ganz kurzer Sparflamme gehalten. Und dann sind wir nach Würzburg einmal gefahren. Und das war dann der Zeitpunkt, wo sie mich weggecasht haben. Und die Geschichten habe ich ja alle schon erzählt. Jo, und jetzt kommen wir mal zu dem, was der Typ mir für Steine im Weg gibt. Ich war dann schon in Bernau, war eine Zeit lang da. Und hatte halt erst mit meinem Anwalt Kontakt aufgenommen. Da geht es dann mit der Post schneller. Ja, weiß kein Richter und kein Staatsanwalt. Mir liest, flutschen die Sachen halt mal schnell innerhalb von 3 Tagen hin und her. Da habe ich einen Antrag gestellt, erst bei München 1, wollte erstmal die einen haben und habe einen Antrag gestellt auf Therapie. Dann kriege ich Staatsanwaltschaft München 1, Strafvollstreckung gegen Ernst Schrippbauer, geboren am 7.11.66 in Steinhöring, Deutscher. Staatsangehöriger, zurzeit in der Justizvollzugsanstalt Bernau, Tatvorwurf BTMG. Hier Zurückstellung der Vollstreckung gemäß § 35 BTMG, Antrag vom 23.03.99. Und wenn das kriegt, weiß ich gar nicht mehr. 8. April. Also am 23.03. habe ich den Antrag gestellt und dachte, ja, es ging eigentlich recht zügig, die Antwort. Verfügung. Der Antrag des Verurteilten vom 23.03.99, die weitere Vollstreckung der durch Urteil des Amtsgerichts München vom 28.09.93 erkannten Freiheitsstrafe von 2 Jahren und der durch Urteil des Amtsgerichts München von 25.04.91 erkannten Freiheitsstrafe von 7 Monaten gemäß BTMG 35 zurückzustellen. Wird abgelehnt. denn das 2 Jahre, 7 Monate, 2 Strafen, ich kann bis zu 3 Strafen. Wieso? Und jetzt kommt die Seite 2. Entsprechend dem Rechtsgedanken des § 35 Absatz 6 Nummer 2 BTMG muss die Zurückstellung der Strafvollstreckung derzeit abgelehnt werden. Es ist derzeit im Anschluss an die Vollstreckung der Freiheitsstrafe mit Unterbrechung zum 15.06.1999 eine Freiheitsstrafe von 2 Jahren im Verfahren der Staatsanwaltschaft München 2 Starnberg. Vorgemerkt. Nach Auskunft der Staatsanwaltschaft München II liegen im dortigen Verfahren die Voraussetzungen einer Zurückstellung nach § 35 BTMG nicht vor. Aus diesem Grunde ist auch im Übrigen eine Zurückstellung der Strafvollstreckung derzeit nicht möglich. 7. April. So, wenn diese Pfeife mal nachgelesen hätte, was da wirklich war, das Urteil sich einfach angeschaut hätte, hätte er gesehen, dass es natürlich eine BTMG-Geschichte gewesen ist. Und dass ich das wegen einer, dass ich Hasch verkauft habe, um mir Heroin zu kaufen. Also sind, ah ja, okay. Ich habe dann hingeschrieben, man möchte das doch bitte überprüfen, weil es nicht sein kann. Habe ich auch Aktenzeichen alles dazu geschrieben. Dann kam, habe ich zurückbekommen, auf den Antrag vom 28.03. wird mitgeteilt,
dass die in der Anlage angeführten Ablehnungsgründe überprüft wurden. Keiner dieser Gründe liegt hier vor. Dieser schließt allerdings nicht aus, dass der Zurückstellungsantrag aus anderen Gründen abgelehnt werden muss. Und dann haben sie mir halt meinen Zettel zurückgegeben, wo ich halt gefragt habe, was sind das für Ablehnungsgründe? Dann haben sie mir geschrieben, Ablehnungsgründe bei einem Zurückstellungsantrag nach § 35 Gliedchen G. Erstens, fehlende Betäubungsmittelabhängigkeit nach vorläufiger Überprüfung der Urteilsgründe. Zweitens, eindeutige Alkoholabhängigkeit. Drittens, bei Ausländern bin ich nicht. Eingetragene Neuverfahren bei der Staatsanwaltschaft München I waren auch keine, waren ja alle schon abgeurteilt. Antragsteller ist ohne festen Wohnsitz auch nicht. Ich bin ja gerade in Haft, habe ich einen festen Wohnsitz und ich hatte ja davor einen festen Wohnsitz. Und die 2-Jahres-Grenze überschritten war auch nicht. Ich war ja schon ein Jahr da. Also kam folgendes Schreiben. Strafvollstreckung gegen Sie, sehr geehrter Herr Schmidt-Bauer. Zu Ihrem Antrag gemäß § 35 vom 28.03. werden Sie hiermit ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Sie die notwendigen Therapieunterlagen, konkrete Platz- und Kostenzusagen in eigener Verantwortung vorzulegen haben. Die Staatsanwaltschaft wird insoweit in keiner Weise aktiv werden. Sollten Sie die entsprechenden Unterlagen nicht bis zum 28.06. vorlegen, wird die Zurückstellung gemäß § 35 unverzüglich abgelehnt werden. Wegen der erforderlichen Unterlagen können Sie sich auch einen externen Blablabla. Da hat man nur gesagt, dass man sich auch einen Drogenberater. So, hey, am 21.04. haben Sie es abgeschickt. Erhalten habe ich es am 22. Oh, München 420. Happy 420. Der Gag ist gut. 20. April 99. Ja, da haben sie es dann am 21. haben sie es aufgeschrieben, dass ich halt dann mich um den Therapieplatz kümmern muss. Telefonieren ist nicht, haben sie gemeint, ich muss mich halt drum kümmern. Da habe ich halt dann zurückgeschrieben, ob sie es verlängern können, weil das halt mit der Kostenzusage ein bisschen länger dauern wird. Den Kostenträger ist halt auch ein Amt. Das sind wie die, das sind alles nur noch Sachbearbeitervorgänge. Da muss ein Stempel drauf und tralala und solche Dinge. Jo, das heißt, dann haben sie noch eine Fragestellung, was sie wissen wollten. Habe ich Kontakt zur Therapieeinrichtung? Bin ich therapiemotiviert? Ich denke mal schon, wenn ich so kämpfen muss, dass ich da Zusage kriege. Und hat der Drogenberater den Verurteilten bisher außerhalb der Justizvollzugsanstalt betreut? Und das hat er zwar, aber der kann mich dort nicht hinfahren. Hat er gesagt, geht leider nicht, er ist nicht da. Ich hatte ja den Kondrops Kontakt und er konnte nicht. Aber er hat das dann cool vermittelt, dass man mich verschubt von Bernau nach Eichach. Und von dort aus wurde ich dann von deren ihren internen Drogenberater einfach dahin gefahren. Nach Pichel. Da bin ich nach Pichel gefahren, in meine dritte Therapie. So. Und das hier ist, sind halt die Dinge, dass sie gesagt haben, ja okay, sie, das eine da, aber Bestätigung, die habe ich auch hingeschickt, wo drauf steht, ja, sehr geehrter Schmidt-Bauer, es wird mitgeteilt, dass hiesige Sache grundsätzlich zurückstellungsfähig im Sinne von § 35 ist, eine endgültige Entscheidung jedoch vorbehalten bleibt. Das ist immer so ein Zuckerle und dann wieder eine Peitsche. Ich habe halt da gekifft für einen Weltmeister. In Bernau. Ich habe da immer Zeug gekriegt, war gar kein Problem. Ich war Vorarbeiter bei dem Stecker und mich hat der Chef von dem Dings da, der braucht den Hausl. Der hat mir das vorher gesagt, wann die kommen. Und dementsprechend habe ich angefangen, nur noch Tee zu trinken und nichts mehr zu konsumieren, damit ich eine saubere Urinkontrolle abgeben kann. Und die kamen am Stichtag auch. Pünktlich. Unglaublich, der hat mir meinen Arsch da gerettet. Weil dann konnte ja dieser Starnberger Arsch überhaupt nichts mehr machen. Aber als er dann vorher sagt, nee, das ist eine Rückstellung, der darf keine Therapie machen. Das ist doch unglaublich, das hat doch der Richter dann
ein Aktenzeichen gemacht, hundertprozentig, da schwöre ich darauf. Weil jeder andere sagt, Alter, wenn du Therapie machen möchtest, also in diesem Denken, das Denkmuster musst du erstmal angeben. Stell dir vor, du bist Angestellter beim Staat und du glaubst tatsächlich dieses Propagandazeug mit Einstiegsdruck und das alles. Und du glaubst auch tatsächlich, dass die Leute, die da vor dir sitzen, dass die eine kriminelle Energie haben, dass die absichtlich machen, um andere zu schaden oder irgendwie so eine Denkmuster müssten die haben. Man anders erklärt es mir nicht, dass man jemanden wegen Hasch einsperrt. Geht man sonst in den Kopf oder wegen anderen Drogen, wenn man sichtlich sieht, Mensch, das ist ein Süchtiger, oder wenn ich den jetzt einsperre, den schütze ich weder vor sich selbst noch vor sonst irgendjemanden. Was soll das Ganze? Weißt du? Was soll das Ganze? Aber um dann erst einmal auf Therapie gehen haben zu können, habe ich ja nochmal Ablehnung gekriegt. Da haben sie geschrieben, ja, nee, das ist meine Zurückstellung. Da habe ich es dann endlich gekriegt. Also da ging es halt darum, dass es noch eine Geldstrafe gibt, auch wegen Cannabis, die ich zu zahlen hatte, oder abzusitzen. Und die haben sie ganz ans Ende gepackt von meinen ganzen Strafen. Das heißt, ich habe fragen müssen, könnt ihr bitte die Geldstrafe an den Anfang von meiner Strafe setzen, so dass ich die abgesessen habe. Und in 2 Monaten ist dann das hier Schicht und ich kann mich darauf vorbereiten auf das Ganze. Aber ab da waren sie dann cool, das haben sie dann gemacht, haben sie vorgezogen, sodass meine Geldstrafe weg war, ich nichts mehr bezahlen habe müssen und ich dann auf Therapie abgehen kann. Also mir lag halt ganz viel daran, dass ich noch 99 auf Therapie kann, damit ich es vielleicht schaffe, im Jahreswechsel 99 auf 2000 draußen zu sein und das Silvester draußen zu erleben und nicht hinter Gittern. Weil das war schon krass, hat mir ja gereicht mit der Sonnenfinsternis. Ja, so springen die in Bayern mit Betäubungsmittelabhängigen um. Das interessiert die gar nicht mehr. Da geht es nur noch darum, einen zu triezen, weil du kriegst ja auch keine Paketmarken, du kriegst einen Sondereinkauf, das ist ganz chillig, wenn du kein Geld hast, bringt auch das nichts mehr, ne? Was willst du denn einkaufen, wenn du ohne Geld, wenn du draußen keiner hast, der da Geld überweisen kann, bist du halt aufgeschmissen, hast halt nur die Arschkarte zum Geburtstag, zu Weihnachten, die anderen lassen sich was schicken, die Mörder. Ja gut, mit Mörder habe ich nichts zu tun gehabt, auch nicht mit Totschläger. Da wo ich war, das waren Betäubungsmitteltäter, ein Nazi war auf dem Gang, dann ein paar Leute, die Geldstrafen nicht abbezahlt haben, wahrscheinlich einer, der war im Haus, der war schon länger da, der hat gezündelt, der hat, wenn er Alkohol trinkt, fängt er an Sachen anzuzünden. Ein Versicherungsbetrüger war da, ein Rocker war da. Dann ein paar Russen waren da, die waren von der OK. Dann gab es ganz hinten ein paar Leute, die halt auch wegen diverser Beschaffungskriminalitäten da drin waren. Betrüger und alles Mögliche. Weißt. Aber du musst ja auch mit Leuten sprechen, deswegen weiß ich das. Da waren aber auch ganz ein Haufen andere noch da, wo ich nicht weiß, wegen was die da drin waren. Die haben auch nichts gesagt, die waren halt schweigen. Und das waren wahrscheinlich die Einbrecher und hier ein bisschen mehr auf dem Kerbholzer. Schlägereien gibt es auf dem Hofgang natürlich, aber bei weitem nicht zu Jugendhäftlingen, weil es muss sich keiner beweisen. Das sind alles Erwachsene, da beweist sich keiner mehr. Das ist alles, jeder will da nur noch gechillt seine Zeit absitzen, möglichst gut da durchkommen und raus. Und bei mir war das halt so, als ich da meine Verlobte die Überdosis gemacht hat, wollte ich halt auch raus. Ja? Und dass bei mir das mit der Überdosis nicht geklappt hat und ich dann wieder Lebensmut gefunden habe und auf Therapie raus wollte, da habe ich dann auch richtig Gas gegeben und mich auch wirklich darauf konzentriert und alles. Klar, haben wir immer gekürft und es war halt geil, so ja, Aufleger rauchen und sowas. Ab und zu gab es auch mal was anderes, aber das dient dem Knast nur dazu, dass man das alles da trägt. Weil in Bayern ist das wirklich
Du kriegst halt nur das Nötigste. Du hast da so ein Radio an der Wand, da läuft Bayern 1 und 2. Such dir die mal, die Sender, dann hör dir das an, was da läuft. Das hält keiner aus. Und ein Knastsender, das sind gespendete Platten, was da ablaufen. Von Häftlingen und Leuten, die halt von draußen das da hingebracht haben, damit man mal ein bisschen was hört. Aber das ist auch lauter Mist dabei teilweise, oder uralt. Weißt du, wenn du nicht die Chance hast, dir selbst irgendwie was zu erwirtschaften, und dann gibt es schon Lust, dass die Leute Geschäfte machen. Ja? Wenn einer nicht raucht und sammelt er den Tabak, dann kann er Gold kaufen. Mit Gold kannst du Bargeld kaufen, mit Bargeld kriegst du wieder alles. Auch in Benner. Jo, ungerechte Scheiß-Kackwelt. Aber Leute, trotz alledem bin ich dann auf Pichel gekommen. Und ab der nächsten Sendung erzähle ich dann vom Pichel. Da habe ich allerdings nichts zum Vorlesen oder so, aber ich kann ein paar Fotos zeigen und ein paar lustige Geschichten erzählen. Leider gibt es das Schloss auch nicht mehr. Kontrops wurde halt dann auch gestrichen, viele Gelder gestrichen. Die haben kaum noch Leute gekriegt, die Therapie dort machen wollen, und dann war es das. Aber die haben andere Häuser und bestimmt immer noch gute Mitarbeiter. Peace out.